Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 21. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unsere Sonne, das gesamte Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonisches Jahr dauert etwa 26.000 Jahre. Und gibt es auch die Monate, die platonischen Monate, das ist die Zeitalter. Und wir leben gerade in Wassermann-Zeitalter. Und diese Wassermann-Zeitalter dauert etwa Jahr 4000 und dann kommt die Steinbock-Zeitalter. Durch diese Bewegung verschiebt sich etwas. Und diese Verschiebung nennt man Präzession und dieses wird bei der Berechnung in indischen Horoskopen berücksichtigt. Also nicht wundern, wenn ich hier erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das ist anderes als im westlichen Horoskop. Außerdem gibt es in indischen Astrologie die sogenannten Mondhäuser und das heißt die 12 Tierkreiszeichen, was nichts anderes ist als die Ekliptik, wird noch unterteilt in kleineren Teilen, das entspricht etwa 13 Grad und das ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Das ist wie ein Mondkalender. Und das sind die sogenannten Mondhäuser. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, wunderschön und jung und unschuldig. Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, naja gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen, diese Geschwister, und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, kommt die Einfluss natürlich von Sternen, beschreibt den einzelnen Mondhäuser. Und Rohini ist diese schöne Frau. Natürlich war früher hier die Frühlingspunkt, hat auch eine Bedeutung, aber wenn man die vedischen Schriften liest, man erkennt die Schöpfungsgeschichte, erscheint Rohini als die erste Frau, wie ein Silhouette. Damit beginnt die ganze Schöpfung und symbolisiert die weibliche Energie. Das ist wie das weibliche Kraft wird entstehen und Rohini symbolisiert die Morgenröte. Aus dem Grund habe ich das jetzt mal erzählt, weil Mond befindet sich heute im Mondhaus Rohini. Und das gibt uns Lebenskraft, jugendliche Ausstrahlung, diese jugendliche Frische und durch diese Geschichte des Mondes natürlich auch die Chancen zu verlieben. Und Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Stier. Aber ich beginne mit Sonnenaufgang. Dieses Bild stellt die Tageshoroskop dar, bildhaft. Und das ist der Zeitpunkt der Sonnenaufgang. Der Tag beginnt naturgemäß mit Sonnenaufgang. Und so entstehen die einzelnen Lebensbereiche. Und wir betrachten, welchen Tierkreiszeichen dominiert in einzelnen Lebensbereichen. Wie beginnt den Tag? Natürlich dreht sich das im laufenden Tagen und diese Bewegung löst die Rotation aus.
die Rotation der Erde. Aber für mich ist es wichtig, der Beginn des Tages, das ist die Tagesenergie. Und damit starten wir und das ist Sonnenaufgang. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf. Hier ist die Sonne. Im selben Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier. Mond befindet sich im Mondhaus Rohini in Tierkreiszeichen Stier. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter auch. Merkur und Jupiter stehen in einer Konjunktion in Tierkreiszeichen Skorpion. Das heißt, die beiden Planeten befinden sich im selben Tierkreiszeichen, im selben Grazer und das bedeutet, die wirken zusammen. Merkur bewegt sich schneller als Jupiter, das heißt, in den kommenden Tagen verlässt diese Position, aber heute wirken sie zusammen. Und das bedeutet, Gesprächen im Geheimen, das muss ich auch dazu sagen, das ist der 12. Lebensbereich. Das sind geheime Verträge, geheime Gespräche, das passiert hinter den Kulissen. Kann auch bedeuten, dass jemand schwätzt etwas hinter unserem Rücken. Und das kann auch unangenehm sein, weil hier in diesem Platz liegen auch die geheime Feinde. Aber bedeutet auch nachdenklich sein, die tiefe Geheimnisse zum Erforschen. Merkur vermittelt auch Wissen und Jupiter vermittelt oft Weisheit. Aber Jupiter hat auch andere Bedeutung. Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Aber öffnet die Augen auf die Ungerechtigkeiten auch. Und hier passiert etwas im Geheimen. Jupiter zeigt unsere Größe, dass wir mit unserem Größen bewusst sein sollen. Und das ist die Nachtenklicke, weil hier haben wir auch karmische Themen. Und dieser Platz zeigt auch die Ursache, die Erkrankungen. Und bei Mond, hier im 6. Lebensbereich, wo Mond aktiviert hier etwas, hier handelt es sich um Pflichten und Arbeit. Und mit diesem Rohini kann bedeuten, dass etwas Neues kommt beruflich, besonders bei Stiergeborenen. Aber bedeutet hier auch die Gesundheit. Und diese jugendliche Frische von Rohini ist die Erneuerung. Also das heißt, wir haben heute Heilenergie, Heilkraft und hier liegen auch die psychische Ursache, die Krankheiten. Hier sind wir bei unserem seelischen Bereich, unseren karmischen Themen. Und weil Mond steht in Verbindung zu beiden, auch zu Merkur und Jupiter, das sollen wir auch mal genau hinschauen, welche karmischen Themen wir haben. Was ist die Ursache, die Erkrankungen? Die Krankheit ist eine Sprache, zeigt, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, was wir verändern sollen. Unsere Seele spricht erstmal über unsere Träumen, dann unsere Intuition, wenn wir dazu hören, ist auch die beste Wegweise und wenn wir all das ignorieren und leben wir weiter wie gehabt und ändert sich gar nichts, dann kommen die Krankheiten. Und jede Krankheit ist wie ein Symbolsprache, das kann man lesen, das kann man entziffern und hier bei dieser Verbindung, wo hier auch um körperliche Erkrankungen handelt, und hier ist die Weisheit, die Augen öffnen. Was ist die Ursache eigentlich? Das ist hier eine Verbindung
Und natürlich trifft nicht jeder einzelnen Mensch, aber die Menschen, die gerade krank sind, ist klug danach zu denken, was ist die Ursache dieser Erkrankung. Und natürlich, diese Mondenergie hat gerade diese Heilkraft. Die beiden liegen gegenüber, das heißt, sie bilden eine Opposition und das ist wie eine Waagschale. Es muss im Gleichgewicht halten. Wenn dieses Gleichgewicht kippt, dann verlieren wir die innere Ruhe, die innere Harmonie, das innere Gleichgewicht. Und hier ist wichtig, unseren Pflichten nachzugehen und gesund bleiben und arbeiten, aber nicht vergessen unsere Seele und erkennen auch, dass wir auch Feinde haben können. Es muss nicht sein, aber möglich ist es auch. Oder die Augen öffnen, auf die Ungerechtigkeiten wahrnehmen, aber im inneren Gleichgewicht bleiben, nicht aus der Ruhe bringen lassen, sonst leidet die Gesundheit darunter. Dann lieber etwas Schönes machen, was uns Gleichgewicht schenkt. Wenn wir schon die Gleichgewicht sind, die Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser ist ziemlich ausgewogen heute. Also wir haben von dem Universum jetzt diesen angenehmen Einfluss. Und das schenkt uns diesen Einfluss, dass wir zu unserer Ruhe, zu unserem Gleichgewicht kommen. Mars im Tierkreiszeichen Wassermann, hier im dritten Lebensbereich, hier handelt es sich um Kontakte im Internet oder Schulungen, Prüfungen, bedeutet auch Kontakte mit Verwandten, Bekannten, Nachbarn. Es ist einiges gerade in Bewegung. Mars setzt es in Bewegung. Und diese Aktivität ist spürbar bei Wassermann-Geborenen. Natürlich bedeutet auch, dass die männlichen Personen machen gerade eine Schulung oder sind unterwegs im Internet und sind da aktiv. Sie beschäftigen sich damit und suchen Kontakte, Verbindungen. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und das ist der Lebensbereich, die Hoffnungen und Wünsche. Bei Venus-Energie handelt es sich um Kreativität, aber auch um die Liebe. Und besonders die Damen haben gerade die Hoffnung, dieser Wunsch und auch die Chancen, sich zu verlieben. Der Bereich ist hier im 11. Lebensbereich, der Freundeskreis und die sozialen Kontakte. Und wenn die Männer eh im Internet unterwegs sind, dann kann man eins und eins zusammenzählen. Da sind die Chancen gerade, sich neu verlieben oder Kontakte finden. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze und die Lernaufgabe ist bei den Schützengeborenen zu ihren Selbst und ihrer Persönlichkeit stehen, sich nicht verstecken, sondern das im Ausdruck bringen und Selbstbewusstsein, eine selbstbewusste Auftreten. Uranus ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet wie eine Bremse, geht nichts voran oder bedeutet Vergangenheit. Uranus ist im Tierkreiszeichen Widder und hier handelt sich die Kontakt zum Kinder, Enkelkinder. Bedeutet aber auch die schöpferische Kraft, etwas gestalten und das Leben genießen, diese Fröhlichkeit. Lebensfreude. Dieser Lebensbereich zeigt Lebensfreude oder etwas schöpferisch gestalten, mit Leichtigkeit, spielerisch, so wie die Kinder unbeschwert. Diese Unbeschwertheit ist aber noch diese Bremse da. Entweder sind noch Hindernisse oder ist schwierig zu dieser Leichtigkeit kommen. Aber wie ich schon sagte, diese Rückläufigkeit bedeutet sehr häufig Vergangenheit. Und vor allem Uranus steht in Verbindung zu beiden Mondknoten.
Die absteigende Mondknoten oder Ketu, der Drachenschwanz, befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Das ist Vergangenheit, alten karmischen Themen. Uranus aktiviert dieser Punkt, das ist ein Schnittpunkt im Himmel, diese karmischen Themen. Bei Steinbock-Geborenen handelt es sich um die Finanzen, aber auch um die Wertschätzung und Selbstwertgefühl. Und die Steinbock-Geborenen bringen das gerade in Form. Bei Wiedergeborenen durch diese Verbindung sind auch karmische Themen. Das ist die eigene Kindheit, das innere Kind oder die Verbindung mit eigenen Kindern, Enkel, Kinder, das mal in Ordnung zu bringen. Uranus steht in Verbindung auch zum Aufsteigen der Mondknoten und das ist Rahu, der Drachenkopf, und das ist der Schicksalsweg, das, was die Seele ausgesucht hat. Und dieser Weg zu finden oder den Platz, das Leben zu finden, und das ist in Tierkreiszeichen Krebs im 8. Lebensbereich, was die Transformation bedeutet. Und das ist eine Herausforderung, gerade bei Krebsgeborenen, weil sie stehen in Umbrüche und Veränderungen. Und das kommt von innen, diese Suche, dieser richtigen Weg, dieser Schicksalsweg oder diese Aufgabe zu finden. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und steht in Verbindung zum Venus. Eine schöne Verbindung. Also eine schöne harmonische Verbindung. Neptun bedeutet Träume, Visionen. Neptun bedeutet auch Inspiration. Mit Venus in Verbindung heißt das, eine traumhaft schöne Beziehung aufbauen. Mit Venus in Verbindung bedeutet auch Kunst und Kreativität. Und das hier mit Mars im Wassermann auch die Ideen reinbringen, das ist Wassermann-Energie, und hier Schulungen anbieten oder etwas gründen, Fortbildung, teilnehmen oder dieses Wissen vermitteln oder Kunsttherapie oder eine Ausbildung im Bereich Kunst und Kreativität oder das Vermitteln im Internet. Das sind Themen gerade, was auch die männlichen Personen betrifft, aber hat einen Einfluss auf die weiblichen Personen. Aber bei Mars und Venus Energie handelt sich natürlich auch um die Liebe, Partnerschaft. Und Neptun ist das Bildhafte, das Schöne, dieser Traum. Manchmal wirkt Neptun etwas undeutlich, unklar, undurchschaubar. Das müssen wir auch berücksichtigen. Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze und zeigt die innere Kraft, diese Überzeugungskraft, gerade bei den Schützen geboren, dass sie jetzt aus eigener Kraft etwas bewältigen können, etwas in Form zu bringen. Und hier handelt es sich um Lernaufgabe. Das ist hier dann die Saturn-Energie. Die Verbindungen. Jupiter steht in Verbindung mit Saturn, auch Merkur, Jupiter, die beiden stehen in Konjunktion, die wirken zusammen. Hier handelt es sich um Gespräche, Jupiter vermehrt die Gespräche, aber das ist alles hinter geschlossenen Türen. Jupiter zeigt auch die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Hier handelt es sich um Verträge, Termine oder durch Gespräche. Und diese Energie steht mit Saturn in Verbindung. Und Saturn zeigt, es muss ernst nehmen. Die Sache ist ernst. Mal genau hinschauen, was passiert überhaupt. Welche Verträge wird unterschrieben gerade. Oder wenn das unseren privaten Bereich handelt. Und hier sind die geheimen Feinde. Wer redet über uns? Da mal hinschauen, weil die können auch schaden. Also das Untersuchen, Überprüfen, das ernst zu nehmen, zeigt hier die Saturn-Energie, steht zum Beide in Verbindung, aber mit innerem Gleichgewicht. Mond zeigt diese Energie und das ist dann ein Erneuerungsprozess, Mond in Mondhaus Rohini. Neptun, ein wunderschöner Einfluss von
mit Venus, Venus-Neptun-Verbindung, traumhaft schöne Liebe oder die Kreativität. Uranus, wie ich schon erwähnt habe, aktiviert die beiden Mondknoten, hier die absteigende Mondknoten, hier handelt es sich um Vergangenheit und auch die aufsteigende Mondknoten, das ist die Suche, der richtige Schicksalsweg und dieser Weg auch zum Finden, diese Veränderung und Transformation, was gerade die Krebsgeborenen trifft. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.